Zaubertrank, Zaubertrank, ich kann mal einen Ich Heiltrank von weiß, Lucario du kaufen. wirst dich gut darum kümmern. Brutale Keule. Ja gut, ja, wir kaufen erstmal lieber nichts, vorsichtshalber. Und jetzt können wir. Jetzt gibt es hier verschiedene Sachen, habe ich so das Gefühl. Das möchte ich mal eben. Was soll die Maus im Bild? Mal eben nachvollziehen. Wir haben einmal hier Portal zur Schmiedelande. Wir haben einmal hier Asche. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich hier zur Asche sollen, ne? Also wenn unser Vogel sagt, wir sollen da lang, dann nehme ich an, dass wir da. Nein! Unser Hauptziel sagt was anderes. Was zur Asche? Was ist mit dir? Asche sitzt hier einfach nur dumm rum. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ich soll also woanders hin, tatsächlich. Ich muss alleine gehen. Alright. So, also links kommen wir zurück in die andere, in die Welt, wo wir angefangen haben. Das Portal ist für uns noch das nicht ist kein Ort betretbar. für ein Pferd. Wir sollen aber woanders hin. Und zwar in diese Richtung. Deswegen machen wir uns einfach mal auf. Und das, wo ist die, das, ja, Schlangenspitze nennt sich das Ganze. Ich frage mich nur, also eigentlich ist das hier eher das Klippenland. Okay. Ohne Gegner, ohne alles. Klamm des Leviathan. Und zack, da finden wir auch schon Gegner. Relikt von Etugoth. Ja, das ist die Frage. Ich sehe hier nichts von der Schlangenspitze. Also, ich meine, ich hätte jetzt mir eher einen Berg vorgestellt, anstatt irgendwie einen Tempel in einem Berg. Aber gut, das ist natürlich Ansichtssache. Ist mit Sicherheit irgendwie viel versteckt. Oder auch nicht, aber ein Versuch ist es wert, irgendwas zu finden. Ja. Was haben diese Mini-Orkane eigentlich zu bedeuten? Sind die einfach nur so da oder können die was? Wir gucken einfach mal, was uns das hier alles, was hier passiert. Nein, tun wir nicht. Wir speichern jetzt hier. Und Hallöchen! Fähigkeitspunkt erhalten. Halle. Okay. Zornregeneration ist eigentlich gar nicht schlecht. Was haben wir denn hier jetzt? Warte mal. Während unaufhaltsam aktiv ist die Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer durch Tod größer. Ja, nee, das ist nicht, was ich will. Nee, das ist mir relativ egal. Ja, machen wir mal das hier. Und dann gehen wir nochmal raus. Und gehen nochmal rein. In der Hoffnung, dass er nochmal speichert. Oder nicht? Will er nicht? Nö. Heute will er nicht. Oh, das war knapp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss, aber ich
folge einfach mal dem Weg, der sich hier mir gerade anbietet. Das war irgendeine Druckplattform. Wer ist das? Mann. Okay. Ah! Ich verstehe. Ja, ich verstehe, weiß aber nicht, wie ich löse, um ehrlich zu sein. Das hier kann ich, hier bringt mir nichts. Das bringt mir nicht hier. Hier das gleiche Prinzip. Ah. Okay. Ja, das war eigentlich gerade nur rein auf Try and Error. Oh je. Ich sehe jetzt schon. Okay, auf geht's. Nein. Aufgesetzt. Stopp. Mehr Gegner. Brauchen wir 10 Sekunden. Verdammt. Nein, das war's noch nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Wird mir nicht gesagt, ob es das war. Ey. Vogel sagt hier lang. Wir haben hier schon mal einen Schalter. Merkwürdig. Bin ich doch kurzzeitig verwirrt. Ach, die Brücke war. Ah. Okay. Jetzt, okay. Alles klar, dann ist klar. So müssen wir das Ding mal da ranballern. Gott, bin ich schlau und schnell. Wow. Aber ich habe das Gefühl, es könnte so funktionieren. Ob das jetzt wirklich stimmt, das ist die andere Sache. Und hin, bitte das auswählen, danke schön. Und einmal bitte daran. Und einmal bitte, nein, einmal bitte den da auswählen. Dann probieren wir das gleiche nochmal. Los. Gott, ich... Vielleicht ist das doch nicht so gewollt. Kann man von da hinten dahin zielen?
Ich glaube nicht. Wir machen das mal. Mal dran. Oh shit. Geht das eigentlich so auf? Mir war klar, dass es nicht geht. Ah, wie ärgerlich. So, jetzt aber. Was ist da dran? Jetzt warten wir mal eben. Beziehungsweise wir warten. Wir gucken mal eben, was hier drüben ist. Da haben wir einen Balken. Da haben wir eine Brücke, die mit Sicherheit aufgeht, wenn... Ja, ich verstehe. Und rüber. Ich weiß gerade nur noch nicht, ob das so richtig ist, was ich hier gerade tue. Das nehme ich gerne mit. Hier. Ja, das nehme ich auch mit, aber... Hier. Jetzt ist halt die witzige Frage. Gewollt ist, da bin ich mir ernsthaft nicht ganz sicher. Aber egal, wir haben es geschafft, deswegen ist mir das jetzt gerade... Ja, okay. We did it. That's what I need. Schlüssel, nehme ich an? Ja, okay. Das Skelettschlüssel. Dankeschön. Das ist, Ich muss alleine gehen. Wow. What are you guys? Wo war denn noch das? Die Ernte. Oh, egal. Was ist das? Wir haben neue Sensen. Okay, die machen mehr Schaden, aber ich nehme an, die sind um ein Vielfaches schwächer wahrscheinlich. Vielleicht habe ich denn gerade... Was? Die billigen Sensen habe ich an? Bis 97? Moment, was hatten die noch drauf? Eisschaden 19. Mhm. Chance auf Crit. Ja, nee, schon, war schon richtig. Okay. Ja, kurze Frage, wie komme ich denn jetzt zurück? Ja, das ist jetzt das große Wenn und Aber, wa? Wie komme ich denn... Ich weiß eben nicht, ob das eben beabsichtigt war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das beabsichtigt war. Oder komme ich hier irgendwo runter? Hallöchen. Was bist du? Du siehst sehr verdächtig aus. Ja, witzig. Wie komme ich denn jetzt darüber? Durch sterben? Das bringt doch nichts. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Vogel, zeig mir wo lang. Ah, na, I see. Sorry. Hab's nicht gesehen. Tatsächlich. Habe es tatsächlich nicht gesehen. Jetzt habe ich's gesehen. Ja. Wunderschön. Alright. Alles klar. Sind wir wieder oben? Drüben meine ich.
Und können nun auch das Ganze hier aufschließen. Und haben wieder einen neuen Weg eröffnet. Jetzt die Frage. Ja. Also ich muss hier ja richtig sein. Ich habe keinen anderen Weg gesehen, aber trotzdem denke ich mir so, ja. Wow, Hallöchen. Was haben wir denn hier? Oh. Moment. Das überprüfe ich lieber nochmal ganz kurz. Falsch. Was haben wir denn hier so für Dinge? Wo ist denn dieser riesen epische Hammer, den wir jetzt... Okay. Wird schon passen. Abgesehen davon, dass ich wieder nearly dead bin. Aber das wird bestimmt auch passen. Denn hier haben wir wieder ein... Oha, heilige Scheiße. So, war's das? Nein, war's nicht. War's das jetzt? Ja. So, da oben sehen wir schon, ist eine Truhe mit Gegnern sogar. Die Frage ist eher, wie kommen wir da hin? Mhm. Hallöchen. Bei Vulgrim. Jo, das kennen wir ja. Hallöchen again. Das ist die Frage. Aha, da. Alles klar. Hallo? Hoch. Hoch. Zur Seite. Hoch, hoch. Hier runter, bitte. Auf der anderen Seite. Hoch, hoch. Jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Ausprobieren. Ich konnte RT benutzen. Alles klar. Ja, das war richtig. Ich habe nur nicht daran gedacht, dass ich dann da RT benutzen muss. Frage ist, wo geht es denn dann da oben lang? Der war scheiße schlecht. Dreckspistole. Ach, komm schon. Jetzt fuck's hier nicht rum, bitte. Tot. Ich merke schon, langsam wird's wieder spät. Dann nimmt meine Steuerungs... Nimmt alles wieder zu hier. Alles. An schlechtem Spielen. So, hier rüber. Hier rüber und... Jetzt haben wir's doch. Ach ja, da war ja noch Gegner, ich erinnere mich. Was haben wir hier? Kritischer Schaden, Magie und Verteidigung nehmen wir und rüsten das auch gleich aus. So, hier haben wir nichts. Jetzt würde ich aber halt gerne wissen, also erstens geht's hier überhaupt weiter? Es geht hier weiter. Dann möchte ich erst recht wissen, wohin geht... Verdammt. Geht es dort oben? Ich meine, es wird doch wohl einen Grund haben, warum es da hochgeht. Den hätte ich gerne gewusst. Hier. Hier geht es nämlich hoch. Aha. Zu weiteren Thronen. Okay.
Grüner Strahl. Okay. Wow! Wo kommt ihr denn auf einmal alle wieder her? War aber so nicht geplant. Alright. Hier wurde gespeichert, also machen wir hier Schluss. Sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.